Und damit hallo und herzlich willkommen zurück in einer neuen Folge Thronebreaker. Beim letzten Mal haben wir die Berge von Mahakam betreten und haben unsere Armee das erste Mal wieder getestet, nachdem wir sie umgestellt haben. Zwar eine Menge Gesprächsstoff, aber jetzt würde ich sagen, gehen wir einfach mal weiter und gucken, was alles auf diesem Pfad auf uns so wartet. Wir brauchen relativ lange wieder bis zur Quest, aber unterwegs werden wir wahrscheinlich eine Menge Sachen finden. Da unten geht es weiter, das heißt, ich gehe erstmal hier oben lang. Wobei hier, das kann ich noch plündern. Mit den Leuten kann ich ja auch noch reden. Die Zwerge verlangen viel, aber dieser Stahl ist jeder Krone würdig. Nichts für ungut, aber rivische Schwerter können mit mahakamischen nicht mithalten. Ihr Ältester ist etwas speziell. Die Zwerge verlangen viel, aber dieser Stahl ist jeder Krone. Zwerge, die besten Schmiede im Land, da kann unser Stahl nicht mithalten, aber ja. Wir machen das Beste draus. Da ist noch ein Brettchen. Haben wir hier noch irgendwelche Nebenmissionen? Da ist ein Rätsel in der Hütte. Hier ist auch noch ein Rätsel. Ich bin mal gespannt. Die Rätsel werden tatsächlich schwieriger. Ich bin gespannt, was erwartet uns hier in der Hütte. Wie ist das möglich? Wahnsinn, schierer Wahnsinn. Alles sieht gleich aus. Wie soll ich mir hier etwas merken? So viele Gänge, Schächten und Räume. Ich muss in Bewegung bleiben und dann weiß ich nicht mehr. Schätze, aber was für welche? Okay. Hier haben wir noch einen Schatz und da ist das Rätsel. Gucken wir mal. Mahakam ähnelt auf gewisse Weise einem Eisberg. Was man an der Oberfläche sieht, nicht wie. Was man an der Oberfläche sieht, ist nur ein kleiner Bruchteil des Ganzen. Um die wahre Größe des Zwergenreichs wirklich zu erfassen, muss man tief in die Eingeweide der Erde hinabsteigen, kilometerlange Gänge durchschreiten und in Spalten hinabblicken, die sich in die Ewigkeit zu erstrecken scheinen. Fremde verlieren über kurz oder lang jedes Raum- und Zeitgefühl. Die Minenschächte gleichen sich wie einem Ei dem anderen, wie Reflexionen in einem Spiegel aus Bergkristall. Setze die Fähigkeit deines Anführers ein. Tipp, blicke deinen Feind ins Auge, euch trennt nicht mehr als ein Spiegel. Kämpfe gegen Gaunter. Ich glaube nicht. Aber werden wir mal sehen. So, verkürzter Kampf, ja. Das sieht lustig aus. Okay. Vielleicht kann das ein bestimmtes Muster abgeordnet werden. Was ist unsere Fähigkeit? Wähle einen Stein und tausche ihn mit einem Stein links von ihm. Befindet sich dort kein Stein, verschiebe ihn weitest rechts befindende Position in die andere Reihe. Das heißt, wir müssen unsere Steine. Wir können 10-mal Runensteine leere. Diese Karte kann nicht ausgespielt werden. Wir müssen jetzt also ein genaues Spiegelabbild schaffen von dem, was wir sehen. Das heißt, wir müssen einen hier nach links schieben. Nein, wir müssen die gegnerischen Steine verschieben. So, das heißt, wir brauchen. Moment. Verschiebe einen Stein, wenn sich links keiner befindet. Das heißt, der wird nach hinten verschoben. Der wird nach vorne verschoben. Ich hätte zuerst wahrscheinlich. Wobei, das geht gar nicht. Ich habe einen Fehler gemacht. Dann müsste der kommen. Doch, das geht noch. Dann müsste der kommen. Und die auch nochmal vertauschen. Und den hier nochmal vertauschen. Cool. Bejeweled. Nicht wirklich. Aber es hat funktioniert. Diese Karte wurde deiner Armee hinzugefügt und kann Kommandozelt gefunden werden. Der Soria-Runstein. Wieso sind wir jetzt an dem Ausgang? Warum? Okay, was kann der Runenstein? Der füge allen Gegnern 3 Schaden zu. Das ist gar nicht mehr so verkehrt. Aber das Horn gefällt mir noch besser, weil es auch unsere Einheiten gleichzeitig noch boostet. Das heißt, wir sind nicht auf die gegnerischen Einheiten angewiesen und um die Gegner kaputt zu machen, haben wir unsere Einheiten. Von daher lasse ich den erstmal aus dem Deck draußen. Ne? Wir müssen unsere Einheiten ja nur auf 4, oder die gegnerischen Einheiten nur auf 4 Punkte bringen. Das wird ausreichen. Was haben wir hier? Noch ein Karren. Irgendwo war hier noch ein Rätsel, oder? Hier nicht, hier gar nichts mehr, weil ich war da noch ein Rätsel. Oh nein, das habe ich gelöst.
Kein Rätsel? Okay, da bin ich tatsächlich ein bisschen enttäuscht. Dann gehen wir mal weiter. Was ich lustig finde, bei vielen Rätseln gibt es halt mehrere Möglichkeiten, dieses Rätsel zu lösen. Also es gibt nicht nur einen Weg. Habe ich das nicht schon mal gesagt? Ich glaube ja. Ich weiß es nicht mehr. Es ist halt ein bisschen länger her. Aber das gefällt mir, dass man halt nicht wirklich so diesen einen festen Weg hat, sondern mehrere Möglichkeiten. Was sagst du? Euer Majestät, ein Reisender hat uns eine Schatzkarte angeboten. Er hätte den Schatz selbst bergen wollen, sich nach einem Schneesturm aber nicht mehr in die Berge getraut. Doch er schwört, dass wir unangeahnte Reichtümer finden können. Ich kaufe ihm die Karte ab, mir ist nicht der Sinn nach Falschen, beschlagnahmt die Karte. Ich würde sagen, wir kaufen ihm die Karte ab. Okay, hier liegt wahrscheinlich wieder eine goldene Truhe. Der sieht nicht gerade gesund aus, der Junge. Er hört sich auch nicht wirklich gesund an. Aber wir haben noch eine weitere goldene Truhe. So, was gibt's hier? Zwerge. Mit einer Quest für uns. Und Reichtümer. Holz und Gold. Was wollt ihr? Mewe bemerkte eine Ansammlung von Zwergen. Mehrere Dutzend hielten Körbe mit Dauerwurst, weichen Brezeln und Krügen mit schäumendem Bier in den Händen. Was wollen die Leute hier? Fragte sie Gabor. Die Leute? Das sind die Eltern der Jugendlichen, die heute von ihrem Drecktag zurückkehren sollen. Der Drecktag, erklärte Gabor, war eine Wanderung, zu der die hier lebenden Zwerge aufbrachen, sobald sie volljährig waren. Die jungen Leute sollten auf dieser jahrelangen Reise einen Eindruck vom Leben außerhalb ihrer Heimat erhalten. Kamen sie jedoch nicht rechtzeitig zurück, verloren sie alle Rechte und Privilegien eines gebürtigen Mahakamas. Wisst ihr, in den letzten Jahren waren die jungen Leute hier ein bisschen launisch, wegen der strengen Gesetze, sagte Gabor. Daher haben wir sie losgeschickt, um die Ebenen kennenzulernen. Sobald sie sehen, wie das Leben unter den Menschen ist, kommen sie zurück und beschweren sich nicht mehr so schnell. Bisher hatte kaum ein Zwerg je beschlossen, für immer in den Tälern zu bleiben. Dieses Jahr aber war es anders. Morgen ist der letzte Tag und es fehlen noch 40 Drecktage. Ihre Eltern hatten Angst, dass ihnen etwas zugestoßen sein könnte. Die Mahakam-Wache hatte Patrouillen in die Ausläufer der Täler geschickt, die aber keine Spuren von den Vermissten entdecken konnten. Und die Menschen, die am Fuße der Berge lebten, waren nicht besonders gesprächig. Der Wachhauptmann, ein Zwerg mit feuerrotem Bart, entfernte seinen Helm, wischte sich den Schweiß ab und wandte sich an Mewe. Hoheit, wir müssen unsere jungen Leute finden. Könnt ihr uns suchen helfen? Die Menschen sind vielleicht eher bereit, mit euch zu sprechen, falls ihnen was Ungewöhnliches aufgefallen ist. Natürlich wird auch was für euch dabei rausspringen. Nee, wir wollen die Hilfe nicht verweigern. Wir versuchen, sie zu finden. Man könnte sagen, ich habe selbst einen Sohn verloren. Mewe drückte fest die Hand des Hauptmanns. Und ich kenne den Schmerz zu gut. Ich werde tun, was in meiner Macht steht, um ihn euch zu ersparen. Mewe brach auf, mit den hoffnungsvollen Blicken der Zwergeneltern im Rücken. Die Königin sandte einen Speer aus. Bald darauf ertönte sein Horn. Drei Stöße, zweimal kurz, einmal lang. Überfall! Mewe erwartete Bestien oder Räuber. Doch dann fielen Kämpfer mit Eichhörnchenschwänzen an den Helmen über ihre Männer her. Skoyatel. Ich glaube, die Zwerge haben sich den Skoyatel angeschlossen. Was nicht wirklich toll ist. So, Mewe war auf Gefecht gegen Briganten, Monster und Nilfgaardr gefasst gewesen. Aber Skoyatel? Im Hochgebirge vor den Toren von Mahakam? Was wollten sie nur? Außerdem offensichtlich natürlich den Kopf der Königin auf einen Spieß. Standardkampf. Das sind also die Vermissten. So, was will ich nicht auf der Hand haben? Erstmal Bruchhold kann runter. Pikiniere gefallen mir. Isabel will ich erstmal nicht auf der Hand haben. Pikinier will ich nicht auf der Hand haben. Ich würde ganz gerne noch einen weiteren lyrischen Landsknecht, aber den kann ich vielleicht auch aus dem Deck rausziehen. Skoyatel! Lass sie nicht entkommen! Okay. Skoyatel fährt in dieser Fingeranhänger schon Schaden zu. Ich habe Lust, Gwent zu spielen. Ja! Benach mal einen 2 Schaden zu. Okay, verbessert diese Einheit jeden Zug zu Beginn des Zuges um einen, wenn beißender Frost auf der gegnerischen Reihe wirkt. Ja.
würde erstmal sagen, wir machen den kaputt. Und da kommt wieder unser Bruchhold. Der Bruchhold würde jetzt wahrscheinlich natürlich nicht so lange überleben, weil immer wieder ein Frost liegen wird. Und beide gegnerischen Reihen. Au. Unser armer Bruchhold. Ich glaube nicht, dass der... Ah, die Pikeniere will ich auch nicht mehr runterkriegen. Ist halt doof. Wir müssen nicht wissen, warum. Okay. Das ist halt doof. Wir werden unsere Stärke beweisen. Okay. Immer eine zerstört, dass sie kein Elf ist. Donner ist jetzt ziemlich gut. Macht die beiden kaputt. Ich denke mal, nächste Runde wird er passen. Bruchhold wird leider den Frost nicht überleben. Die Frage ist... Naja, ist nicht, ist es nicht so schlimm. Hat noch jemand Fusel übrig? Okay. Durch den Frost kriegen wir auch nochmal Schaden. So, jetzt kann ich auf jeden Fall zwei meiner Schützen rausholen. Zurück in den Staub, wo du herkommst! Ich kann gleichzeitig diese Schützen auch noch hochboosten. Gibt ihnen Aufladung und dann könnte ich sie auch auf 4 runterhauen. Und das bleibt erstmal so. Nächste Runde kann ich ganz gut Schaden verursachen. Oder er passt. Und ich habe die Runde gewonnen. So. Ich überlege, ob es sogar vielleicht eine gute Idee wäre, jetzt Karten in das Deck reinzunehmen, die diese Wettereffekte wegmachen können. Die Frage ist natürlich, wie schädlich ist dieser Wettereffekt auf einer langen Zeit gesehen? Natürlich nicht das angenehmste, aber auch nicht wirklich das allerschlimmste. Okay. Das Bild kann ganz gut sein. Ich lege mal einen von denen weg, krieg noch einen Sapeur. Ich glaube, ein Sapeur würde mir fast reichen. Xavier finde ich gar nicht mal so schlecht. Ach komm, Isbel kommt weg. Noch ein Sapeur. Ich muss auf jeden Fall spielen. Und ich denke mal, ich werde die Runde versuchen wieder zu gewinnen, dass es nicht so lange dauert, dieses Match. Okay. Hey ho, hey ho. Zwergenbrigant. Natürlich nicht so schön, aber ist trotzdem nicht wirklich sehr schlimm. Den wieder hochboosten. Isbel habe ich jetzt natürlich abgelegt, die wäre gar nicht so schlecht gewesen. Wir sollten einander helfen. Heile eine verbündete Einheit. Okay. Dann kann ich beiden Karten erstmal noch eine Aufladung geben. Spitzes Ende nach oben, nicht? Und wenn der mächtig genug ist, kann er den ganzen gegnerische Feld mit einmal wegmachen. Wenn er genug Aufladungen hat, wird er natürlich nicht so viele kriegen. Wer hier schwach ist. Oder ich hau die nur auf 4 runter, wobei ich müsste auf jeden Fall mich um den Heiler kümmern. Bevor ich jetzt allerdings irgendwas mache, in Ordnung, kein Problem. Kann ich mit Gabor eine Einheit zieht Schaden zufügen. Und dem noch eine Rüstung wegnehmen. Mies Schwert. Ich werde tatsächlich den nochmal hochboosten. So. Also zwei Schützen wären jetzt relativ gut gewesen. Mit einer Menge Aufladung. Alles in Ordnung. Aber einen ist nicht wirklich schlimm. Füge die benachbarten Einheiten nach einer Runde 6 Schaden zu. Ah, das ist nicht wirklich toll. Ich könnte sie zum Überlegen bringen. Muss ich aber auch nicht wirklich. Ich will auf jeden Fall meinen Xavier schützen. Ihre Majestät ist außergewöhnlich. Und ja, den hochzubewegen bringt nichts. Gabo wird uns jetzt leider verlassen. Ist aber ich nicht werde so nicht versagen. Du wirst versagen. Okay. So, boosten wir die Einheit nochmal. Fügen allen Gegnern 2 Schaden zu. Ist jetzt kein Frost. Ich glaube, Ake wäre sogar... Ich überlege, ob ich wieder die Manticore-Trophäe nehme, weil die mit Ake kombiniert ist gar nicht so verkehrt. Der kriegt ja relativ gut Punkte. Ja. Der kriegt ja relativ gut Punkte. Okay. Ich schieße den runter. Kann man, glaube ich, die 7 auch nochmal erlauben. 5. So, jetzt sind alle auf 4. Super. Und die ganze Spielfeldzeit verschwindet.
Das ist eine wirklich sehr starke Kombination. Oh, muss noch eine Einheit 4 Schaden zufügen. Die darf dabei nicht sterben. Tut mir leid. Ich sollte vielleicht einen Gegner am Leben lassen. Ich hätte die Rüstung drauf lassen sollen. Wir müssen zusammenbleiben. Ja. Okay. Der Unwürdige wird Strafe empfangen. Auch husten. Nächste Runde kann ich nochmal Karten schwächen. Auf 4 Punkte. Schon mal zertrümmerte Kniescheiben gehabt? Ja, das ist machbar. Das war wieder meine eigene Karte angreifen. Aber ist auch nicht so schlimm. So, ein Zerbör. Keine Sorge, Majestät, das haben wir gleich. Nee, muss ich gar nicht, weil der Rüstung hat. Okay. Und passen. Die Punkte sind tatsächlich nicht so hoch, aber es kann auch daran liegen, dass uns die Gegner mehr angreifen. Sie sind so gut und so leicht zu beeinflussen. Also waren das die Jungs von den Squared Hell, die Sobald Söhne. Der Kampf geschlagen war, wurden die Gefangenen der Königin vorgeführt. Es waren alles Zwerge. Und nicht nur das, sehr junge Zwerge. Rätsel gelöst, murmelte Mewe. Es waren in der Tat die vermissten Drecktager. Statt nach Hause zurückzukehren, hatten sie sich den Partisanen der Anderlinge angeschlossen. Aber was hatte sie dazu getrieben? Ich war ungeduldig, wollte endlich 50 werden, wollte die Städte der Menschen sehen. Vysima, Dreiberg, Novigrad, sagte einer der gefangenen Zwerge, während er einen Verband gegen eine Wunde presste. Und wie wurde ich dort willkommen geheißen? Ich wurde angespuckt und beschimpft. Ich habe Ghettos gesehen und Pogrome. Wie sollte ich danach in die Minen zurückkehren? Wir müssen kämpfen, solange wir noch können, bevor die Menschen kommen. Wir müssen den anderen sagen, dass auch sie kämpfen sollen. Ganz Markham soll kämpfen. Ihre Soldaten erwarteten, dass Mewe protestierte und den Zwerg der Lüge bezichtigte. Aber sie konnte nicht so tun, als wüsste sie nicht, was den Zwerg zu den Waffen getrieben hatte. Ohne weitere Diskussion befahl sie, die Gefangenen zu ergreifen, um sie der Gerichtsbarkeit ihres Volkes auszuliefern. Die Eltern der Zwerge erhielten ihre Sprösslinge zurück, wenn auch verwundet und in Ketten. Ruverhoek, der nur tiefe Verachtung für die Skoyatel übrig hatte, forderte eine harte Strafe für die jungen Zwerge, die den verführerischen Idealen der Rebellen erlegen waren. Am Ende wurden die Drecktager zu 50 Jahren harter Arbeit in den Steinbrüchen verurteilt. Der Älteste glaubte, ein halbes Jahrhundert an der Spitzhacke würde die Hitzköpfe der Möchtegern-Partisanen angemessen abkühlen. Ach, sie sind wieder da. Das ist am wichtigsten, sagte der rothaarige Hauptmann und reichte Mewe einen Beutel. Und vielleicht ist bis zu ihrer Entlassung der Krieg zwischen den Völkern ja vorbei. Was denkt ihr, Hoheit? Mewe zuckte die Achseln. Vielleicht hatte sie keine Meinung oder sie wollte sie einfach nur nicht laut zum Ausdruck bringen. Ich glaube, der Krieg wird nicht vorbei sein. Aber ja, die Jungs sind wieder da. Gefangen oder nicht, Hauptsache, sie sind wieder da. Gefangen oder nicht, Hauptsache, sie sind wieder da. Das ist aber schön. Naja, zum Glück. Also ich hätte, wenn wir die Option gehabt hätten, hätte ich die wahrscheinlich verschont und hätte sie wieder zurückgebracht. Ich meine, sie werden jetzt hier bestraft. So, was haben wir bekommen? Ruf zu den Waffeln. Übersetzt aus der älteren Rede. Neutralität bedeutet, unsere Bündnisse und Pflichten zu vernachlässigen. Während wir hier Däumchen drehen, sterben unsere Brüder im Flachland in zahllosen Pogromen. Zwerge von Maha kamen zu den Waffen, zu den Square Tail, nieder mit den Däuner. Ja, ich bin bei den Squared Hell auch nicht wirklich erpicht. Die machen halt auch nicht alles richtig. Pilger, bete an 10 Schreinen. Das haben wir jetzt auch schon getan. So, haben wir hier noch irgendwas auf der Karte? Hier war nichts mehr. Ich kann noch mal ganz kurz einen Abschwenker machen und gucken, ob ich irgendwas übersehen habe. Nein, habe ich nicht. Das heißt, wir können schon weitergehen. Markhagen kommt mir tatsächlich als Karte ein bisschen kleiner vor. Die Königin bemerkte ein Gebäude, das ungewöhnlich reich geschmückt war, bis hin zu schimmernden Bronzeziegeln und glitzernden Kristallen in den Fenstern. Dort lebte ein wichtiger Clan, erklärte Gabor. Die Breckenricks. Machst du uns bekannt? Fragte Mewe. Vielleicht kann ich sie überzeugen, ein gutes Wort für mich einzulegen.
Ivor, der Anführer des Clans, lud Mewe zu einem vorzüglichen Festmahl ein. Doch als sie den Krieg außerhalb von Mahakam ansprach, wechselte der Zwerg sofort das Thema. Beim Anblick der Einrichtung verstand Mewe schnell, warum. Die Wände waren mit Wandbehängen und Teppichen aus Nilfgaard geschmückt. Zweifellos Geschenke von verbündeten kaiserlichen Gesandten. Mewe wollte schon aufbrechen, überzeugt, ihre Zeit verschwendet zu haben, als sie plötzlich jemand an der Schulter in einen dunklen Raum zog. Ihr Entführer entpuppte sich als eine junge Zwergin im Nachthemd. Sie stellte sich mit Eudora Breckenrix vor, Ivors Tochter, und gab offen zu, Mewes Tischgespräch belauscht zu haben. Mein Vater ist stur wie ein alter Ziegenbock, aber ich kriege ihn schon dazu, euch zu helfen. Gegen einen winzigen Gefallen. Mhm. Und was? Ich will, dass ihr etwas aus dem Clan-Archiv besorgt. Das Historie Mahakamorum. Die wollen mir nämlich verbieten, mich mit meinem Schatz Soltan zu verloben. Der Kodex verbietet es angeblich, Zwerge zu heiraten, die das Gebirge verlassen haben. Aber es gibt einen Präzedenzfall. Und der steht in diesem Dokument. Wenn ich es Vater zeige, muss er seine Meinung ändern. Mewe hatte Mitleid mit Eudora und wollte ihr helfen. Besonders angesichts des Gefallens, den ihr die Zwergin dann schuldete. Aber sie wusste, dass ein misslungener Einbruch ins Archiv in einem ungeheuren Skandal enden könnte, den Brovar Hoke nicht so bald vergessen würde. Ich finde es übrigens lustig, wie die Zwergin hier einen Bart hat. Das ist keine Schande, das sieht nur irgendwie lustig aus. Ja, ich erinnere mich die Geschichte mit Soltan und seiner Liebsten. Okay, Angebot annehmen, Angebot ausschlagen. Ich würde es wirklich furchtbar gerne annehmen, es ist ein Risiko, aber mal gucken. Wir haben ja Diebe dabei. Der Einsatz wäre es wert, denke ich. Also gut, einverstanden. Sie gaben sich die Hand, um den Handel zu besiegeln. Mewe musste sich auf die Zunge beißen, um nicht aufzuschreien. Die junge Zwergin hatte einen Händedruck wie ein Schmied. Ihre Hand massierend kehrte Mewe zu ihrer Truppe zurück und berichtete von Eudoras Angebot. Gascon meldete sich sofort freiwillig. Für Diebstahl bin ich zuständig. Die Zwerge werden es niemals merken. Gascon schlich sich im Schatten der Nacht ins Archiv. Gerade als er das von Eudora gesuchte Dokument unter seinen Umhang steckte, hörte er schwere Zwergenstiefel auf der Treppe. Mist, murrte Gascon. Ich muss hier abhauen. Ein Kampf. Am Lagerfeuer hatte sich Gascon als Meister der Heimlichkeiten gebrüstet und behauptet, er könne den Novigrader Marktplatz am helligsten Tage mit nichts als einer Narrenkappe bekleidet überqueren und niemand würde es merken. Nun war der Moment gekommen, da der Herzog der Hunde seinen Worten Taten folgen lassen konnte. Bewege Gascon leichtfüßig in die rechte untere Ecke des Schlachtfeldes, um zu entkommen. Bewege Gascon mit deinem Anführer. Oh Gott. Ich glaube, wenn wir versagen, haben wir nicht noch eine zweite Chance, sondern werden geschnappt. Okay, verkürzter Kampf. Hier sind die Wachen. Wann immer sich Gascon bewegt, verschiebe diese Einheit eine Position nach links. Wenn diese Einheit den Rand des Schlachtfeldes erreicht, drehe sie um. Okay, die patrouillieren also hier. Irreführung. Mach ein Mahakam-Wache aus und zwinge ihn, sich umzudrehen. Warte noch ab, bis sich der Mahakam-Wache regt. Ich kann mich nur dreimal bewegen. Ich muss mich hierhin bewegen. Verschiebe diese Einheit auf eine benachbarte Position in vertikaler oder horizontaler Richtung. Ladung 3 gibt diese Einheit jeden Zug zu geben. Okay, also ich kann mich hierhin bewegen. Ich kann mich hierhin bewegen. Ja! Halt! Wer ist da? Was? Okay, wir dürfen also zwei Felder nicht nehmen, die. Okay. Achso, weil nee, der hätte sich bewegt. So, machen wir es nochmal. So. Wobei, ich hätte mich nach rechts bewegt, der hätte sich nach links bewegt. Die sehen uns trotzdem. Die sehen uns also über zwei Felder. Da muss ich aufpassen. Noch einen.
Okay. Mehr kann ich mich nicht bewegen. So, den zwinge ich mal, sich umzudrehen. Wer ist da? Was für ein Dummkopf. Das war knapp. Achso, ich muss eine Karte ausspielen immer. So. Einen nach hier bewegen. Dann... Nee, ich kann nur abwarten. Nochmal einen nach hier bewegen. Halt! Wer ist da? Wie können die mich so weit sehen? Aber so wirklich extrem weit sehen, ne? Also der kommt mich jetzt... Wenn man sich verstehe, diese Einheit passiert nach rechts, wenn diese Einheit am Rand des Schlachtfeldes ist, drehe ich sie um. Ich habe keine Ahnung, wie weit dieses Spektrum ist, weil der hat mich jetzt über drei Felder gesehen. So. Ich lasse den sich erstmal umdrehen. Wer ist da? So. Was für ein Dummkopf. Das war knapp. Bewege mich noch ein Feld nach unten. Und dann bewege ich mich ein Feld nach rechts. Es gibt viele Ecken und Schatten, in denen man sich verstecken kann. Okay. Ich warte eine Runde ab. Der dreht sich auch. Bewegt mich einen nach rechts, der bewegt sich einen nach links, jetzt sind wieder drei Feller. Er sieht uns aber nicht. Das Problem ist nur, ich kann keine weitere Karte mehr ausspielen. Wenn ich nach oben gehe, wird er mich aussehen, ne? Ah, hier ist ein Auge. Moment, werde ich jetzt gesehen? Diese Einheit wird entdeckt, wenn sich drei Positionen von einer Mahakam-Wache befindet. Okay, das heißt, wenn ich mich jetzt bewege, wir sitzen in der Zwickmühle. Das ist auch nicht gut. Ich bin genau hinter ihm. Okay. Kleinigkeit. Ich bin genau hinter ihm. Das ist nicht gut. Ja. Karte ausspielen, den zum Umdrehen zwingen, zu beenden. Fast geschafft. Okay. Der darf mich nicht sehen. Was passiert, wenn ich das mache? Ja. Ich kann mit dem Wachen tauschen? Okay, das macht es wesentlich leichter. Ja, ich führe den nochmal irre. Beende meinen Zug. Und jetzt kann ich tauschen. Ja. Das war lustig. Aber, okay, das... Ich weiß nicht, einer hat mich auch so über drei Felder... Ja gut, das habe ich nicht gesehen. Über drei Felder konnten mich sehen. Und das gelang Gascon so leise, dass die Zwerge niemals erfuhren, wer eingebrochen hatte. Nach dem dritten Versuch. Wie abgemacht, überreichte Mewe Eudora das gestohlene Dokument. Valmirs Horn, diese Karte wurde in der Armee hinzugefügt, kann im Kommandozug gefunden werden. Rief die Zwergin und hob das Pergament triumphierend in die Höhe. Vater kann uns nun nicht mehr aufhalten, unsere Gelübde abzulegen. Ich muss Sultan gleich schreiben und euch tausendmal danke. Und auch Eudora hielt ihr Wort. Bald darauf erfuhr die Königin von einem Treffen der Clans, in dem sich Ivor für sie stark gemacht hatte. Sie konnte nur hoffen, dass es dem alten Breckenrix gelungen war, auch Bruder Hoog umzustimmen. Ich denke nicht, dass ein Clanmitglied da ausreicht. Eudora Breckenrix Chibai. Ha, das höre ich gern. Hoch die Solidarität unter Frauen. Papa ist stur, aber ich krieg ihn schon rum. Papa ist stur, okay. Was haben wir hier? Majestät, der Besitzer dieses Handelsposten, ein Zwergen namens Branko Dahlberg, lädt euch ein, seine Waren anzusehen. Was soll ich ihm sagen? Ich sehe es mir gerne an.
würde natürlich furchtbar gerne das Gold haben. Ich brauche aber auch langsam ein bisschen Holz für andere Sachen. Und wir kriegen, glaube ich, Gold schneller nach. Das heißt, ich mache das mal. Gehe ganz kurz in mein Kommandozelt. Das allererste, was ich tun, ist natürlich mir das Horn anzugucken, was wir bekommen haben. Ah, das ist sogar permanente Zähigkeit. Wenn immer eine verbündete Einheit erscheint, kräftige sie um eins und gib ihr eine Rüstung. Verschiebe diese Reihe in eine andere Karte. Ist gar nicht mal so verkehrt, aber... Also kräftigen ist halt eigentlich relativ schick. Weil das lyrische Banner gefällt mir mit den Kombinationen, die wir haben, ein bisschen besser. Ich wollte aber nochmal ganz kurz hier, der Grund nämlich, warum ich Holz jetzt gekauft habe, ist erstmal das Kommandozelt. Und danach will ich ein bisschen in die Palisade gehen. Die Palisaden kosten eine Menge Holz, geben aber allen Einheiten Rüstung und das ist gar nicht mehr so verkehrt. Das lässt uns nochmal ein bisschen besser schützen. So, die nächsten kosten halt 4000 Holz, das ist eine Menge. Darum war mir jetzt das Holz erstmal ein bisschen wichtiger. Als nächstes Gold. Ausbildungsplatz hier und dann den Handelsposten, dass ich Waren eintauschen kann. Wobei ich hätte vielleicht auch ganz gerne noch ganz fix das Heroldszelt 2. Das werden wir jetzt aber nicht nochmal machen. Ich will jetzt erstmal noch ein bisschen weiter. Die Zeit ist noch nicht vorbei. Ein paar Minuten haben wir noch. Aber nicht mehr viele. So, was sagen die hier? Vertraut uns, Königin. Ivo ist eine Wand in eurem Rücken. Ist euch nicht kalt? So ohne Bart? Was wollt ihr denn? Ach, bestimmt Geld. Na schön, nehmt diesen Beutel und geht mir nicht auf den Sack, verdammt. Okay. Ist euch nicht kalt? So ohne Bart? Die haben uns einfach mal 52 Gold gegeben, dafür, dass wir die angeredet haben. Warum kann mein Leben nicht so sein? So, was haben wir hier? Verfluchter Idiot! Langsam habe ich gesagt, sonst löst sich der Haken! Oh, ein verdammter Experte, was? Du hast den Wagen überladen und deswegen ist er gekracht. Mitten auf dem Weg stand der kaputte Wagen. Dahinter standen weitere, einige beladen mit Gold, Juwelen und anderen Kostbarkeiten, andere mit Pökelfleisch. Jeder Zwerg hatte seine eigene Theorie zum Unfall und gab sie lauthals zum Besten, garniert mit Flüchen. Ulkige Karawane, sagte Mewe. Sie sehen nicht wie Händler aus. Das stimmt, sagte Gabor. Es sind Zwerge vom Ferenc-Clan mit Geschenken für den Drachen. Erinnert ihr euch an Keltulis? Die Ferengs haben fast ein Jahrhundert gegen ihn gekämpft. Aber keine Seite konnte sich durchsetzen. Also haben sie ein Abkommen getroffen. Er lässt sie in Ruhe, sie versorgen ihn. Ach was. Und diese Opfer bringen sie ihm oft? Jede Woche. Moment, ich muss die Kerle trennen, ehe sie einander die Bärte ausreißen. Heda, beruhigt euch gefälligst! Es gelang Gabor, das Mütchen seiner Brüder zu kühlen. Der Wagen blockierte allerdings immer noch den Verkehr. Herrin, sagte Xavier, die Reparatur ist leicht. Ich habe alles Nötige. Ich brauche nur eure Erlaubnis. Natürlich. Sieh nach, was machbar ist. Xavier hatte das Problem schnell behoben. Nicht lange und der Wagen rollte wieder wie neu die Straße entlang. Bei meinem Sack, Majestät, rief einer der Zwerge. Euer Ingenieur hat einen Kopf wie Sülze. Aber fähig ist er, das muss man sagen. Ich werde es ihm ausrichten. Teilweise. Wir brechen jetzt auf, doch vorher... Nehmt dies. Ein wenig Gold als Zeichen unserer Dankbarkeit. Ich wette, sie sagt nicht den Teil, dass er fähig ist. Okay, das Gold nehmen, keine Bezahlung akzeptieren. Ja, ich meine, es wird eh dem Drachen dargeboten. Was soll der Drachen mit Gold? Das brauchen wir für unsere Armeen. Danke, sagte Mewe und nahm die erstaunlich schwere Börse. Im Krieg zählt jeder Kopper. Der Zwerg verbeugte sich, schüttelte sich den Schnee aus dem Bart und zog mit seiner Karawane weiter. Bald waren sie um die nächste Biegung verschwunden. Okay. Die Karawane ist weitergezogen und wir tun das jetzt auch. Ah, also der Drache wird beschwichtigt, indem man ihm Opfergaben gibt. Relativ viel Opfergaben. Was willst du? Meine Herrin, diese Schmiede gehörte einem berühmten Rüstungsschmied namens Nico Skeggs. Ich habe ihn mein ganzes Leben nie so gut gefertigten Nietenleder und solche Kettenrüstung gesehen. Er ist bereit, etwas zu verkaufen, aber nicht gegen Geld. Das hat er im Überfluss. Er bietet Arbeitskräfte und neues Talent, das er in seiner Schmiede ausbilden kann. Nun, der Zweck heiligt die Mittel, schickt ihm ein paar Freiwillige. Okay. Wir tauschen. Und kriegen eine neue Karte.
So, die Kahnfragmente würde ich natürlich ganz gerne mitnehmen. Und von diesen Einheiten, wir kriegen ja nach jedem Kampf eine Einheit. Ich habe bis jetzt bei diesen Einheiten noch, also Gold, Holz gibt mir mehr aus als diese Einheiten. Ne? Auch wenn ich jetzt immer neue, ich sag mal, jedes Kapitel eine neue Armee mit mir führe, sind mir die noch nicht wirklich ausgegangen. Von daher finde ich es gar nicht so schlimm, wenn wir die verlieren. Ist mir momentan weniger wert als Gold und Holz. Ich wette, das sind keine Zwerge, aber was da passiert, sehen wir uns erst nächste Folge an. Ich glaube, das könnte unser schuppiger Freund sein, auf den die Karawane zugehalten ist. Na gut, wir sehen uns nächste Runde wieder. Egg wird bestimmt irgendeine Dummheit machen und ich bin gespannt, was passiert. Bis dahin, haut rein und ciao. Das wird Nilfgaard büßen. Ich schwöre es bei allem, was mir heilig ist.